Herzlich willkommen, liebe Mitfeiernde, zur Hoffnungszeit heute am Dreifaltigkeitssonntag. Mit diesem Gebet der Hoffnungszeit endet unsere Schwerpunktsetzung in den vergangenen 2 Monaten. Die Hochzeit der Corona-Pandemie hier bei uns in Baden-Württemberg haben wir mit einem täglichen Gebet begleitet, das aus verschiedenen Orten in unserer Diözese medial zu Ihnen gekommen ist. Ich möchte Sie einfach einladen, auch in den nächsten Wochen und Monaten um 19.30 Uhr im Gebet miteinander verbunden zu bleiben, auch wenn es diese Hoffnungszeit in der Form in den nächsten Wochen und Monaten so nicht mehr gibt. Wir haben uns überlegt, dann, wenn es besondere Anlässe wieder gibt, dieses Format der Hoffnungszeit wieder zu starten. Vielleicht in der Adventszeit oder auch dann, wenn es die ganzen Entwicklungen der Pandemie wieder notwendig machen, was wir alle nicht hoffen. Heute stehen wir hier am Kerzenaltar im Dom zu Rottenburg, wo in den vergangenen Wochen und Monaten viele Menschen hergekommen sind, um miteinander zu beten, um mit Gott in Verbindung zu bleiben und vor allem eine Kerze anzuzünden in ihren Anliegen, Sorgen und Nöten. Und das wollen wir heute Abend auch tun. Sollen wir auch heute Abend beten mit dem Gebet, das uns in den vergangenen 8 Wochen täglich verbunden hat. Gott, ich bin nicht alleine. Du bist da. Du verbindest uns miteinander. Wir kommen zu dir mit allem, was uns bewegt. Stärke die Kranken, tröste die Ängstlichen, sei nahe den Einsamen. Schenke Hoffnung allen Menschen auf der ganzen Erde. Amen. Hören wir einen Vers aus dem heutigen Tagesevangelium. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Beten wir miteinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir jetzt um den Segen Gottes für diesen heutigen Abend und die kommenden Tage bitten, möchte ich Ihnen, liebe Mitfeiernde, herzlich danken für diese Wegbegleitung in den vergangenen 8 Wochen. Mein Dank gilt auch all denjenigen, die diesen Gebetsgottesdienst gestaltet haben und mit uns unterwegs waren, quer über die ganze Diözese hinweg. Und danken möchte ich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unserer Stabsstelle Mediale Kommunikation, die für die Aufnahmen verantwortlich gezeichnet haben. Ihnen allen wünsche ich alles Gute, gottesreichen Segen und bleiben Sie gesund in den kommenden Wochen und Monaten. Und dazu bitten wir jetzt um Gottes Segen. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr sei an unserer Seite. Er begleite uns in den Herausforderungen des Lebens. Er sei nahe in unseren Sorgen und nahe in unseren Freuden. Er schenke uns immer wieder neu die Zusage seiner Hoffnung und seiner Liebe. Und so segne uns der gute und der treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.